T-Rex aus dem hohen Farn auftauchte. Ich war wie erstarrt. Normalerweise wäre ich davon gerannt. Ich bin eine ziemlich fixe Läuferin, aber dann brachte ich es nicht über mich, das Nest und meine wunderschönen Eier zu verlassen. T-Rex wollte mich gerade mit seinen messerscharfen Klauen packen, als Eio dahergerannt kam und ihn mit ihrer coolen Keule, die sie hinten am Schwanz trägt, einen Schlag in die Magengrube verpasste. T-Rex kümmerte sich vor Schmerzen und... Warte mal kurz. Weiter geht's. Und tapste davon, während er sich den Magen hielt, mich schien er völlig vergessen zu haben. Okay. Als ich mich bei Eio bedankte, sagte sie nur: Nicht der Rede wert, meine Liebe. Du hättest das gleich für mich getan. Das Problem ist nur, dass ich das Gleiche niemals für sie tun könnte. Ich bin einfach viel zu klein. Und zum Kämpfen hatte ich nur die albernen Stacheln auf meinen großen Zehen. Gott sei Dank ist meinen Eiern nichts passiert. Kommt Tag. Was ist denn das wieder? Was für ein Unglück. Alle meine Eier sind aufgefressen worden. Ich bewachte das Nest, als T-Rex wieder auftauchte. Dieses Mal war keine Eio da, um mich zu beschützen. Deshalb musste ich das Nest verlassen und um mein Leben laufen. Ich musste ziemlich weit laufen. Wie gut, dass ich so schnell bin. Sonst wäre ich ihm nie entwischt. Aber als ich zum Nest zurückkehrte, war es von einer Bande Komsognathi umringt, die alle heftig schmatzten und sich die Lippen leckten, während das Eidotter an ihrem Kinn hinabbrannt. Ich hasse Koms. Sie sind sogar noch kleiner als ich. Und trotzdem hat man einen Tag nach ihnen benannt. Wahrscheinlich deshalb, weil sie sich immer zu einer fiesen Gemeinbande zusammenrotten und hinter Eidechsen und Insekten und Dinosaurier-Eiern her sind. Mit meinen letzten Eiern ist dasselbe geschehen. Langsam fragte ich mich, ob ich überhaupt jemals Babys haben werde. Das Leben ist so schwer. Mecktag, ein paar Wochen später. Tut mir leid, dass ich so lange nichts von mir habe hören lassen. Eigentlich wollte ich jeden Tag in mein Tagebuch schreiben, aber ich war viel zu unglücklich. Selbst als ich merkte, dass ich schon bald wieder neue Eier legen würde, ging es mir nicht besser. Der heutige Tag jedoch war so erstaunlich, wie ein seltsamer Traum, dass ich es euch unbedingt erzählen muss. Heute Morgen, mir scheint, als wäre es eine Ewigkeit her, bin ich herumgewandert, um mal wieder nach einer guten Stelle für mein Nest zu suchen. Als ich aus dem hohen Farnkraut ein verstautes Geräusch hörte, es klang verdächtig nach T-Rex, aber er war es nicht. Es war Megalosaurus, auch so ein einer dieser schrecklichen Riesen
ekelhaften Fleischfresser. Erneut setzten mich meine kleinen Beine in Bewegung. Aber der Boden war voller Pfützen und mit Steinen übersät. Mac machte es keine Mühe. Darüber hinweg zu springen. Aber ich musste durch die Pfützen klatschen, um die größeren Steine herumlaufen, was mich natürlich ziemlich aufhielt. Ich hätte besser nicht zurückblicken sollen, aber dann tat ich es doch und deshalb stolperte ich über einen Stein. Ich rappelte mich schnell wieder auf, aber ich hatte mich am Bein verletzt und konnte nur noch hinken. Das war's wohl, dachte ich. Die Schritte hinter mir, war so, als die Schritte hinter mir immer lauter wurden. Ich platschte in die nächste Pfütze und merkte, dass es gar keine Pfütze war oder wenigstens keine übliche. Sie war viel tiefer, eher wie ein Brunnen. Also werde ich jetzt nicht aufgefressen, dachte ich. Ich werde ertrinken. Aber ich hatte nicht das Gefühl, als müsste ich ertrinken. Und seltsamerweise musste ich das auch gar nicht. Seltsamerweise musste ich das auch gar nicht atmen. Ich schloss die Augen und ließ mich vom Wasser hinabtragen, tiefer und immer tiefer. Ich merkte, wie die Strömung mich um eine Biegung zog. Und dann ging es wieder nach oben. Hinauf, hoch, hoch, hinauf. Schneller und immer schneller, bis mein Kopf aus dem Wasser schoss. War ich nun in derselben Pfütze oder in einer anderen? Wartete der Megalosaurus hier auf mich? Ich öffnete die Augen und nachdem ich das Wasser wegblinzelte, wegblinzelte, ist doch richtig. Okay. Stellte ich fest, dass ich mich in einer Art Teich befand, zusammen mit zwei Tieren, wie ich sie in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Sie waren klein, kleiner als ich und voller Federn, hatten einen Schnabel und schwammen herum und machten ein Geräusch, das ich nur als Quaken bezeichnen kann. Als sie mich sahen, erschraken sie fürchterlich. Es war einfach unglaublich. Hier hatte tatsächlich jemand Angst vor mir. Die beiden Tiere flatterten wie verrückt herum. Halb rannten sie und halb flogen sie aus dem Wasser auf eine Insel zu, die mitten im Teich lag. Dort standen schlugen mit den Flügeln und streckten mir wütend ihre Hälse entgegen. Raus aus unserem Teich, quakten sie. Ich schwamm ans Ufer und krabbelte hinaus. Doch ich kümmerte mich nicht weiter um die beiden Quakosaurier. Oder wie sie auch heißen mochten. Denn inzwischen hörte ich noch ein Geräusch, das mir überhaupt nicht gefiel. Ich sah mich um und fragte mich, woher es wohl kommen möchte.
Ach, Enten. Sind das Enten? Mhm. Ja, das sind dann wohl Enten. Tja. Vom Megalosaurus keine Spur, aber in der Ferne sah ich etwas viel Schlimmeres. Über die merkwürdigen klumpige Erde bewegte sich ein knallrotes Monster auf mich zu. Was? Was ist da? Was ist das? Statt normaler Beine waren diese rund und knall und rollten über die Erde. Und noch schrecklicher. Ach du Heilige, befindet die sich jetzt in der Menschen- oder Dinosaurierzeit? Und noch schrecklicher, es gab ein entsetzlich lautes, tiefes Brüllen von sich. Ich blieb erst gar nicht stehen, um noch mehr über das Monster herauszufinden. Ich rannte davon. Ich hatte keine Ahnung, wohin. Und noch immer hinkte ich ein wenig, aber wenigstens war der Boden, über den ich lief, schön weich. Er war mit irgendwelchen sehr niedrigen, leuchtend grünen Pflanzen bedeckt. Wo? Toll gelesen. Toll gelesen. Danke.